Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir den Rover Richtung Station geschickt und in dieser Folge schicken wir unsere Drohne zurück. Wir schauen mal, wie gut das funktioniert. Eigentlich sollte alles klappen, aber man weiß es ja nie. Deswegen starten wir die Systeme. Wir haben genug Schubkraft eh übrig. So, ungefähr in die Richtung müssen wir. Oh, sie ist aktiviert. Warum bin ich denn so weit draußen? So, okay. Jetzt können wir uns Retrograde drehen. Der Flug geht natürlich jetzt um einiges schneller. Aber auch nur, weil wir halt echt mit Vollkaracho dahin fliegen jetzt. Die Station schaut immer noch ganz gut aus, in Ordnung. Ich wäre beinahe reingecrashed. Also echt auf die letzte... Oh, guckt euch dieses Bild. Oh. Wann sieht man so ein tolles Bild mal? Schaut euch das an. Kerbin und der Mond. Wahnsinn. Das ist irgendwie so. Wahnsinn, schaut euch dieses Bild an. Oh, jetzt habe ich irgendwas... Oh, Psella. Wollte ich nur so machen. Dankeschön. Also das Bild ist immer... Oh, das finde ich toll. Das fand ich jetzt toll. So, ist noch ein Planet. Joule, oder? Das ist Joule. Gelb, grünlich leuchtend. Das ist Joule. Lol. Wir haben Joule auf der Flugbahn. Tun langsam ein bisschen zurückdrehen. Dann tun wir so ein bisschen das Vorspulen aktivieren. Bis wir wissen, wie weit es überhaupt geht. So. Wir müssen vorsichtig wieder vorgehen, natürlich. Wie sonst auch immer. Jetzt wieder alles reinladen. Jetzt müsste irgendwann auch wahrscheinlich das System die Station reinladen. Schauen wir mal, so. Mal Retrograde ausbilden. Versuche gerade die Station wieder zu entdecken. Bin aber zu blind. Station? Station. Jetzt lädt sie rein. Wo? Ich habe echt keinen Plan, wo sie ist. Wo ist sie denn? Hä? Ich müsste doch quasi drüber sein. Flugbahn, so. Bin ich jetzt blind? Wo ist die? Also jetzt ganz blöde Frage, wo ist die Station? Da! Ich habe sie gefunden! So, okay, jetzt sind wir auf Mittelpunkt eingestellt und jetzt können wir so machen, dass wir langsam darüber fliegen. Das hat aber auch gut funktioniert, schau, wie nah wir sind. Da unten seht ihr nicht unseren Kran. Das Ding ist fett einfach. Da ist der Bohrturm, da ist die Energieversorgung, Wasser, nee, das ist der Konverterturm. Da ist die Wassersensorik.
Da ist die Landeplattform. Es fliegt immer noch gut, also wirklich, das sind so zwei Backup-Pairs im Grunde gewesen. Vorsichtig, jetzt bin ich ein bisschen stiller leider. Aber es liegt daran, dass ich mich konzentriere, diesen Flug auch hinzukriegen. Alter, schaut euch, wie gut das funktioniert hat. An Wahnsinn. Knöpfen mehr aktivieren, so. Und ich würde sagen, wir stehen. Wir stehen. Wir sind bei unserer Station, Leute. Woo! Jetzt können wir überlegen, wo wir die Basis aufbauen. Ich würde ja sagen, ganz ehrlich, irgendwo hier drüben. Dann schicken wir hier noch einen Turm hin. Mit Nahrung, Wasser, weißt du, guck, was Wasser können wir eher dann an dem Gerät auch anschließen. Wir brauchen Bodenhubs auf jeden Fall. Ja. Das Ding steht. RCS kann deaktiviert werden. Es steht gerade. Bin erstaunt, dass das echt so gut immer funktioniert. Jetzt schauen wir mal, auf was wir als nächstes zugreifen. Nein. Welches ist es jetzt? Das ist der hier. Ich hätte gerne Kran vor Minmus. Ihr seht, wir sind demoliert hier angekommen, aber wisst ihr wieso? Dann richten wir jetzt mal die Station aus. Ich würde die nicht wirklich hier drüben einfach platzieren direkt. Man kann sie ja zum Glück jederzeit umplatzieren. Problem ist halt die Fahrweise. Leco mio. Komm schon, komm schon, komm schon. Hinfahren. Wir hätten dem Ding RCS verpassen müssen. Das wäre fürs Fahren extrem praktisch gewesen. Idee für zukünftige Kranaustauschsysteme, dass wir das dann auf jeden Fall so machen. So, okay, wir fahren jetzt eh ganz vorsichtig, aber ich würde den ungefähr eh hier hinsetzen. Wenn wir hier dann irgendwo den Turm platzieren, dann stecken wir das alles hier zusammen. Dann geht hier die Nahrungsversorgung rein. Dann sind die stabil auf jeden Fall für die nächsten paar hundert Jahre. Nahrung müssen wir dann halt noch ein Habitationsmenü einsetzen. Das könnten wir rein theoretisch hier hinterher anstecken oder hier drüben. Da braucht ihr dann auch Wasser, Natrium und so Zeugs. Wer hupt hier und tut meine Vögel aufregen? Ja, ich weiß, das ist jetzt uncool gewesen. So, okay. Oh. Das war nicht gut, 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 das war nicht gut. Nicht schon wieder! Alter, okay. Eins merken, niemals. Absolut. Niemals die Reifen einfahren. Die haben wir voll den Druck drauf. Okay. Das war unerwartet. Ich würde jetzt mir die Dose nehmen. Ich wollte jetzt schauen, ob ich sozusagen mit Ablassen denselben Effekt habe, aber ich lasse das lieber. Nee, das ist der, die müssen wir auch machen.
Dann müssen wir dich entlocken. Und dann abkoppeln. Wieder auf die 90 Grad, alles stabilisieren. Du kannst dich zurückziehen. Wieder auf deine alte Position. Kann ich das nicht einfach hier machen? Oh ne, warte, du musst nicht. Entwaffnen. Zack, dann ist er fürs Erste auch safe. Eingefahren wieder der Arm. Jetzt entlocken wir dich. Dich drehen wir zurück. Auf 90 Grad, perfekt. Und jetzt halt können wir das Ding wieder wegfahren. Vorsichtig abfahren. Und unsere Station steht. Ich glaube, das Teil hat aber keinen Undockpunkt, ne? Ah, an den hatte ich nichts rangebaut. Das war wieder schlau. Ja, okay, der muss aber auch noch autonom sein, rein theoretisch. Das ist auch relativ wurscht. Den müssen wir dann eh wahrscheinlich in der Zukunft einmal austauschen gegen einen, der Bodenhaftung erzeugt und alles drum und dran. Also der auch stabil auf der Bodenoberfläche hält. Oder wir bauen einen vor Ort, der kann dann aus einzelnen Teilen bestehen. Der kann dann noch simpler gebaut werden oder größer auch. So musst du ihn ja immer auch für einen Flug vorbereiten und das ist halt natürlich kacke. Ich fand es nur ein bisschen, also, wenn du vergleichst, dieses Riesenteil gegen das da. Gegen die ganz anderen Sachen. Und das ist ein Kran einfach nur. Da schaut es schon irgendwie süß aus, der Rest, ne? Ah, scheiße. Okay. Bremsen aktiv. Das ist einfach Wahnsinn. Es funktioniert doch ein bisschen, ne? Dann wechseln wir jetzt auf unsere... Nein. Ja, genau. Jetzt machen wir Lower Staircase. Bisschen angehoben hat es das Teil jetzt. Und die Treppe. Was ist denn alles hier? Oh, guck mal. Crewbericht, ja, okay. Aber den kann ich ja kaum starten, oder? Besatzung erfolgt. Wir können hier noch einen 15-Punkt in Dings machen. Besatzungspunkt. Den Scrubber können wir deaktivieren. Pressure Control können wir stoppen. Ist ja aktuell keiner drin. LOL. Gut zu wissen. Scheiße. Das hätte ich wahrscheinlich jetzt zum Fliegen sogar verwenden können. Die Beine sind ziemlich nutzlos in dem Fall, aber wir haben ja auch ein Kranfahrzeug. Das ist vorteilhaft jetzt. Wir haben eine Staircase dran. Das macht es noch besser. Hier haben wir ein Undock-Modul dran. Ich würde nicht dann... hier auf jeden Fall erstmal einen Fuß überall dran setzen, Abstandshalter dran setzen und dann das nächste Modul. Aber fürs Erste kann man dann hier an Dock machen und dann Wasser von dem Bohrturm nach da ziehen lassen, weil der hat gleich noch hier drüben, warte mal. Hier drüben hat dann noch ein Ansteckmodul. Wir müssen dann hier was auf den Boden hinsetzen auf jeden Fall, was dann hier drüber geht an die Nahrungsversorgung und dann geht es hier dran. Wir müssen auch in Zukunft überlegen, ob wir nicht sagen, okay, die Rollen gehen nur auf die Bodenmodule und an die Teile gehen nur Stecker. Das ist ja gleich schlau, weil diese fetten Teile an der Station dran. Ja. Müssten wir bei der nächsten Mission auf jeden Fall testen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Mission. Ihr seht, unsere Minimal Station nimmt langsam Fort an. Wir haben eine mobile Station für die Kerbals. Hier sind noch ein paar Steine zum Forschen. Bedeutet, wir werden hier auch bald mit Forschung beginnen können. Vielleicht sollte man ein Forschungsmodul auch mal hochsenden. Was habt ihr noch für Ideen? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.